diesem Video werden Fabi und ich jeweils ein Foodtruck bauen. Aber mit einer ganz wichtigen Regel, denn wir müssen die Spieler in alphabetischer Reihenfolge ins Team wählen. Ganz genau, Fabi, aber zuerst mal Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Okay, ich nehme Stein. Schnick, Schnack, Schnuck. Du Kack! Ich entscheide mich natürlich anzufangen und bei der Aufstellung... Puh, Freunde, gar nicht einfach, daher was zu wählen. Ich habe hier irgendwie nicht das bekommen, was ich mir so erwünscht habe. Ich nehme 4, 2, 2, 2... Das hier ist also meine Kapitänsauswahl, Freunde. Ihr seht die Buchstaben ja über den Spielern. Kein Spieler mit dem Buchstaben A ist dabei, aber Julie mit G ist am weitesten vorne im Alphabet. Und ich würde Kollege Julie auch liebend gern nehmen. Das einzige Problem ist, er passt halt überhaupt nicht in meine Formation rein. Aber Freunde, weil die anderen Spieler auch schon relativ hohe Buchstaben haben und mir nichts bringen, ich nehme trotzdem Julie. Okay, Fabi, das heißt, du darfst jetzt nur mehr ab Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, H weitermachen. Ja, und das ist hier schon mal richtig bitter, denn jetzt hätte ich zum Beispiel David Alaba, der ist aber in der Runde gesperrt. Aber Leni, eine Frage hätte ich trotzdem noch. Was ist, wenn ich beim Buchstabe Z angekommen bin? Dann musst du das Alphabet neu starten, bekommst aber einen Minuspunkt und das ist natürlich schlecht, denn wir beide treten heute gegeneinander an. Und wer am Ende das höhere Rating hat, gewinnt und darf den Verlierer bestrafen. Und wen nimmst du hier? Ich muss eigentlich Aymeric Laporte nehmen, hat das höchste Rating und den niedrigsten Buchstaben nach G. Und jetzt muss ich taktisch denken. Der nächste Buchstabe ist M, da würde Mbappé oder Messi zum Beispiel gehen. Ich gehe zur Stürmerposition, da muss man auch etwas mitdenken. Ah, Laporte. Aber muss ich den nächsten Buchstaben nehmen? L zählt nicht mehr. Ah, das ist bitter. Das ist richtig bitter, denn jetzt, ich habe keinen Spieler mehr nach. Ich muss über das Z gehen. Aber was ist das für eine Grütze? Aber dafür darfst du dir den besten Stürmer aussuchen. Ja, super. Aber ich bekomme den ersten Minuspunkt. Einen Minuspunkt. Und Freunde, wisst ihr, was das Bittere ist? Wenn ich das nächste Mal über Z gehe, gibt es nicht einen Minuspunkt, sondern zwei. Denn jedes Mal über Z gehen ist ein Minuspunkt mehr. Puh, aber das Ding ist, ich könnte jetzt wenigstens mit Aubameyang anfangen, denn dann bin ich beim Buchstaben A. Nee, Fabi, in der Auswahl, wo du über Z gehst, fängst du einfach wieder von ganz vorne an. Also mit dem Buchstaben? Ja, A dann. Ja, einfach. Genau. Das heißt, die Auswahl ist geschenkt und in der Auswahl darf ich mir jetzt auswählen, wen ich will. Am besten mit dem niedrigsten Buchstaben. Das ist aber die Pelé mit einer 97. Das ist richtig gut, denn das ist auch ein Footy. Oh mein Gott. Der bringt mir heute als Bonus ein +1 Upgrade. Wieder nach oben. Und jetzt bin ich wieder ab Buchstabe B. Am besten. Oh ja, oh das ist schon mal Gott. Geil. Oh mein Gott, C einfach. Ja, zwei C. Crespo bringt mir jetzt richtig was. Das ist. Oder ich nehme Viali mit V. Das ist auch clever. Nee, ich nehme natürlich Hernan Crespo. Das heißt, jetzt geht's ab Buchstabe D weiter. D. Vielleicht im Tor einen Gianluigi Donnarumma. Roma vielleicht? Donnarumma tatsächlich! Oh mein Gott! Das war aber nicht schlecht. Das war nicht schlecht gepokert, Freunde. Du bist der wird angelockt. E, aber H haben wir hier auch da. Hanko. C, D, E, G, H. Görmer bringt mir noch Plus an. Nee, ich nehme David Hanko. Fabi, du bist gut dabei. Die erste Runde war kurz, aber jetzt hast du... Oh mein Gott, ist besser. Oh, Riese plus 1. Das ist jetzt natürlich... Was habe ich? H? Ich muss ER nehmen. Und Riese. Wieso? M oder J? Achso, ja, das geht. Das ist jetzt die Frage. Nehme ich einen niedrigeren Buchstaben oder nehme ich einen Footy fürs +1 Upgrade? Aber dafür bekommst du dann -2, wenn du wieder von vorne anfangen möchtest. Ja, aber ich muss wahrscheinlich sowieso wieder von vorne anfangen. Ich gehe das Risiko und gehe tatsächlich mit dem 96er Footy. Okay. S-T-U-V-W, komm. S-T-U-V-W, Wesley Snyder. Come on, das ist perfekt der nächste Buchstabe. T? T-U-V-W wird jetzt aber in der Startelf erstmal knapp. Oh, das ist bitter. McTominay ist leider nicht... dabei. Das heißt, ich muss wieder über Z gehen, aber ich darf mir dafür den Spieler jetzt wieder aussuchen. Ja. Ne? Okay, dann nehme ich hier zumindest Alvarez, den mit dem höchsten Rating. Das heißt, das zweite Mal über Z gegangen, -2 noch. -2 und es geht aber wieder von A los. Ja, dann nehme ich Bentaleb, hat mal auf Schalke gespielt und vervollständigt erstmal meine Startelf. 91er Rating bislang, aber auch schon 2 Bonuspunkte und insgesamt schon 3 Minuspunkte. Damit startest du jetzt in dein Draft, Leni, oder in deine Startelf mal rein, damit es hier spannend bleibt. Okay, 4, 3, 2, 1. Das wird meine Formation. Oh, was B ist schon mal gut. Ja, ich nehme hier B. Aber du hast, keinen rechten Mittelfeldspieler, das sage ich dir gleich, gell? Ist mir egal. Ich gehe mal auf den Stürmer, vielleicht kommt irgendwie Cristiano. Vielleicht kommt nochmal Crespo. Oh. Di Maria oder Hullet? Ja, Di Maria ist ja noch viel weiter vorne. Ja, aber ist kein Icon, ne? Ich zock weiter. Gut. Es muss ja witzig werden. Aber auf den Verlierer wartet eine Bestrafung. Und Fabi? Muss der Verlierer in den Pool springen mit Klamotten? Ich glaube, ja. Oh, das wird böse für dich. Für dich? No, oh Mann. Okay, denn der nächste Buchstabe wäre E.
Was haben wir ab E? Da haben wir, okay, wir haben Messi, der ist ab E mit nur 97. Ist halt, oder Francescoli hat halt ein deutlich schlechteres Rate. Ich glaube, ich nehme Messi. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja. Es geht hier nur Pellegrini, oder? Es geht hier nur Pellegrini, ja. Bin ich auch der Meinung. Dann nehme ich ihn. Dann musst du ihn auch taken. Okay, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das sieht schlecht aus. Ja, tatsächlich. Ja, da gehst du auch das erste Mal über Z drüber. Nehme ja einfach ihn. Banega, nächster Argentinier. Und muss von vorne anfangen. Das heißt, minus 1 für Leni. Wir machen den Sturm fertig. Dafür darfst du jetzt wieder von A anfangen. Aber du hast hier nur Balotelli mit einem wirklich niedrigen Namen. Das ist aber ein Footy-Stoikov übrigens. Gell? Also der wird dir wieder plus 1 bringen, aber dann bist du halt bei S direkt. Ja, nee, ich nehm Balotelli. Sie nimmt Balotelli. B Mittelfeld. Ist natürlich gnädig. Da kannst du jetzt ab C alles wegknuspern. Boah, Di Bernardo, das D hat dich hier noch gerettet ein bisschen. Mhm. Aber nimmst du sie auch? Okay. C, D, E, oh, F, G. Oh, es geht hier nur K. K, ja. Oder, nee, es geht auch T und W, aber die sind ja halt sehr weit hinten. Ja, das macht keinen Sinn. LMNOP ab jetzt wieder hier. LMNOP, da geht nur Wright oder Nilden, die beiden hier. Oh mein Gott. Ja, dann nehme ich sie zumindest. Ja, musst du nehmen, ne? Da wird noch kein Schuh draus, vor allem bei der Chemie bei dir. Da sieht es noch gar nicht prickelnd aus. Oh, S kann ich nehmen. OP, Q, R, S, T. Du kannst auch nur S nehmen hier. Ich kann nur Scales nehmen und es geht ab zum Torwart. Ja, aber ich habe ja schon 8 Chemie. Ter Stegen mit T zum Beispiel, das wird gut gehen. Ter Stegen, nein. Oh, Van der Sar. Ja, musst du nehmen hier. Perfekt. Damit sind das unsere beiden Teams erstmal nach der Startelf. Ich würde sagen, da habe ich leicht die Nase vorn aktuell. Okay, Fabi, aber es ist noch nichts entschieden, denn ich gehe jetzt erstmal auf die Ersatzbank. Okay, starte erstmal rein mit deinen ersten 7er-Satz. Ich war bei V, nicht? Ja. Du warst bei V und jetzt gehst du safe über Z und nimmst einfach den besten Torwart, den du hier nehmen kannst. Okay, das heißt minus 2 und ich nehme Courtois, oder? Ja, denn der bringt dir ja wieder den Footy-Bonuspunkt. Ja, das ist smart. Das ist richtig smart. Du darfst bei A anfangen, aber du hast hier nur M. Oder du kannst direkt Zappa Costa nehmen vielleicht. Nee, Machado. LMNOP, du kannst hier nur Robertson oder Umtiti nehmen. Ich nehme Robertson. Okay. Robertson. Und da geht wieder mal gar nichts. STUVW, du musst wieder über Z gehen. Das ist gar nicht gut, ich nehme hier einfach ihn. Ja. Und darf aber zumindest wieder bei A anfangen. Aber dir ist klar, das waren jetzt schon minus 3 Punkte, die du in der Runde bekommen hast. Oh mein Gott, dafür Icon und B. Das ist richtig stark. Michi Ballack, Respekt, Bruder. Den nehme ich. Okay, 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 es wird so spannend. Ab C alles rein. Oh mein Gott, Cantona. Futi, Bonuspunkt. Und Icon und C. Ja, aber... Also, ja, der Footy bringt halt noch einen Bonuspunkt. Ja, ja. Ist gut. Der Rest ist auch super. Der natürlich ein Spieler mit D, perfekt, um hier die Serie zu vollenden. Oh, Donnarum, De Bruyne. Okay, und ich nehme ja. Okay, ab I geht's weiter. I-H-J-K-L-M-N-O-P. Also, Lisa du wird zum Beispiel gehen. Ja, oder K. Keut spielt rechter Flügel, den hast du nicht. Ja, stimmt. Dann du machst ja schon die Ersatzbank, da bin ich doch davor noch dran eigentlich. Nee. Doch. Ich mach das jetzt fertig. Nee, das ist, okay, ja, gut. Können wir eh nichts mehr ändern. L, M, oh mein Gott, Mané. Ja. Muss ich nehmen. Ist die einzige Wahl, die dir was bringt. Die einzige Option, 3 noch. Bitte. Jetzt, ich darf nicht mehr drüber kommen. M, aber ich bin noch gut dabei. M. N, da kommst du. Oh, Ricardo Carvalho. Einzige Chance. Bestes Rating auch. Okay, R. Musst du nehmen. 2 noch, bitte jetzt noch irgendwie. S, T, U, V. Schauten. Oh mein Gott. Oder, komm. Also nein, ich muss ihn hier nehmen, ja? Du kannst auch den anderen, nee, du musst ihn nehmen, ja? Nee, ich muss ihn nehmen, es bleibt. Sonst würdest du über Z kommen, außerdem. Ja. Und jetzt ist T, U, V, W. Keiner mit T, U, V, W. T, U, V, W, X, Y, Z. Komm. Ich glaub's nicht. Da gibt's zum Abschluss noch einen leckeren minus 4 Abzug. Ich glaub's nicht, aber ich nehme zumindest Cole. Ja, Render. Den brauche ich auch. Und das ist mein endgültiges Rating. Das seht ihr aber erst am Ende, nachdem Fabi sein Team fertig gebaut hat. Dein Rating kennen wir. Mein letzter Spieler war Bentaleb mit B. Von da muss ich jetzt starten. A, B, C. Oh Gott, das ist ja Marken. J, K, L, M. Ich muss Lola Gallardo nehmen. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Weiter geht's mit M, N, O, P. M, N, O, P, M, N, O, P, M, N, O. Oh mein Gott. Boah, wie hops genommen werden kann man eigentlich. Ich muss über Z gehen. Ich muss über Z gehen, nehme einfach Rio Ferdinand, weil er der Beste hier ist. Okay, du bist auch schon dreimal über Z gegangen. Ich gehe etwas weiter vor. Komm bitte in einen guten Spieler mit A vielleicht. Anderson Talisca. Ja.
Und wir sind hier wenigstens bei A. A und dann, ja, schau, guck. Und dann bringt es gar nichts, weil dann bekomme ich Rojo und Aloe Vera und dann bekomme ich Petit, Sidan und Ride. Was ist das für die Grütze? Ich muss Petit nehmen hier. Q-R-S-T-U-V-W, komm. Q-R-S-T-U-V-W. Ja, na klar, ich bekomme wieder keinen. Das ist ja, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Und zum vierten Mal drüber gegangen. Ich nehme Carlos Alberto. Das heißt, du startest wieder ganz so vorn von A. Ich starte wieder mit A und ich will nicht nochmal drüber kommen, denn dann werde ich richtig hops genommen. Ich will nicht nochmal. Boah, nehme ich Zico direkt, ha? Du musst sie nehmen. Ich muss sie mit C nehmen. Ja. Kone Cross, komplett Grütze. Da sind ab Buchstabe D dabei. D, E, F, G, D. Ja, K ist nicht so schlecht. Das ist schon Grütze, ehrlich. Also K ist nicht schlecht, K ist komplett schlecht, ja. Ja, aber du hast doch nicht mehr viele Spieler, also. Ja, aber jetzt muss ich LMNOP hier nochmal rein. J, K, das ist ein Witz. P. Das ist ein Witz hier. L-M-N-O-P. Pedro, gut, Pedro, Pedro, Pedro. Q, R, S, T, U, V, W. Da ist noch viel dabei. Da ist überhaupt nicht viel dabei. Q, R, S, T. Ich brauche Ereignisse jetzt mal schön langsam. Q, R, S, T. Jetzt, Z, O. Wenigstens habe ich noch einen mit Z hier bekommen. Ja. Der bringt mir eigentlich gar nichts. Na doch, das bringt mir schon was. Ich muss beim nächsten Mal über Z gehen. Das heißt, den nächsten Spieler darf ich mir ja frei wählen. Ja? Weil ich bei Z einen Spieler hatte. Den nächsten darf ich frei wählen. Das heißt 99er Pelé. Du startest jetzt wieder von A, wenn du jetzt nochmal drüber gehst. Nein. War gar nicht so gut. Knaufi. Ich nehme den Knaufi. Es würde, glaube ich, sogar gehen, wenn ich bei P genommen hätte, dass ich da nicht drüber kommen würde, um das nochmal hier so zu sagen. Denn da wäre sich ausgegangen. Aber ich. Was habe ich gehabt? Ja, ich muss Wirtz nehmen. Ich kann den. Nee, ich kann ja nicht nochmal über Z drüber gehen. Nee. Ich muss 99er Wirt, völlig klar. Und mein Foodcraft ist damit fertig. 33 Chemie, 93er Bewertung, 126er Rating. Leni, was hattest du nur mit dem Rating? 122. Ich hatte minus 10 Punkte. Und du, Fabi? Bei mir sah es etwas düsterer aus. Minus 15. Stand jetzt habe ich also ein Rating von 112 und Fabi ein Rating von 111. Jetzt geht's also um die Bonuspunkte. Und da war ich gut, Leni. Ich hatte 3 Footies plus 3 und beende das Video auf einer 114. Ich hatte plus 2 und beende das Video auf einer 114. Und da gibt's jetzt dann wahrscheinlich als Bestrafung nur eine Lösung. Genau, Fabi. Uns beide erwartet der Sprung in den Pool. 2, 1. Ich gehe jetzt rein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann sind wir uns sicher, wird euch dieses hier gefallen. Also, gern draufklicken. Wir freuen uns.